Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, erbärmlich, ich denke, anders kann man es nicht nennen, ist, wie sich Landrat Trapp sich aktuell in der Süddeutschen Zeitung darstellt. Die sogenannte Massentierhaltung wird verteufelt, die Schuld auf die Kontrolleure geschoben, auf zu wenig Personal oder irgendwas oder irgendjemand ist schuld, nur er nicht. Sich dann noch darauf zu berufen, dass diese Art von Hühnerhaltung eben rechtskonform ist und ihm jede Henne leid tut, die in so einem KZ Eier legen muss, ja, und das Monate und Jahre lang, ist verbrecherisch. Das in der Presse so zu wiedergeben, ist zynisch, feige und er drückt sich dadurch von der eigenen Verantwortung. Denn warum sitzt denn eine Firma wie Pohlmann hier in Bayern? Weil sie es hier vielleicht unbehelligt tun kann, was sie macht. Der Landrat, meine Damen und Herren, warten Sie ab. Der Landrat darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen und sich als Gutmensch präsentieren. Er setzt dem Ganzen dadurch ja noch die Krone auf. Prioritäten soll ein Landrat setzen bei der Kontrolle. Er hätte seine Kontrolleure anweisen müssen, genau in solchen Betrieben wesentlich detaillierter zu prüfen. Bei dem Antrag der Grünen ist es wie immer ein pauschaler Rundumschlag an alle eierproduzierenden Betrieben, wie gewohnt nicht zielführend und teilweise wischiwaschi. Der Antrag der SPD hat durchaus Substanz. Aber im ersten Absatz ist er fachlich und sachlich leider nicht richtig. Als Konsequenz aus dem Salmonellenskandal mehr Personal für das LGL zu fordern, ist kurzsichtig und einfallslos. Nach jedem Lebensmittelskandal kommt die Forderung nach mehr Personal. Aber das, wenn Personal das da ist, wenn das vernünftig arbeitet, dann ist es richtig. Aber Herr, das hat es eben nicht gemacht. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Kollegen Bronn? Nein. Gut. Dann alles klar. Klar und deutlich, bitte schön. Sie Fakt ist doch, dass hier Kontrolleure die Augen zugedrückt haben und dadurch auch ihr Gewissen ausgeschaltet haben. Haben Sie Angst vor einem Großunternehmer? Haben Sie Angst, diesen auf die Füße zu steigen? Was passiert denn, wenn wir mehr Kontrolleure einstellen? Dann haben wir zwar mehr Kontrolleure, aber wenn sich die auch nichts trauen und das Fehlverhalten dieses Unternehmers nicht melden, grundsätzlich zum Thema Salmonellen. Salmonellen in einem Stall sind kein Zeichen für eine nicht artgerechte Haltung. Salmonellen sind in jedem Stall. Salmonellen sind im Kühlschrank. Salmonellen sitzen auf fast allen Eiern. Es gibt davon 2600 Stämme. Einige mehr schädlich, die anderen weniger. Das Testergebnis Salmonelle ja oder nein ist theoretisch in wenigen Stunden verfügbar. Aber nicht jede Salmonelle ruft gleich eine Infektion hervor. Gerade in einem Stall ist davon auszugehen, dass sich dort eine gewisse Anzahl an Salmonellen rumtreibt. Daher müssen immer Tests auf speziellen Salmonellenstämme durchgeführt werden. Es gibt aber Stämme, da dauert das Ergebnis, vor allen Dingen bei den problematischen Stämmen, bis zu 3 Wochen. Sprich, der Nachweis eines krankheitserregenden Erregers liegt dann erst vor. Da werden auch keine zusätzlichen Kontrolleure was ändern, wenn dann nicht richtig beim LGL gehandelt worden ist. Das konkrete Problem ist doch in diesem Fall, wie wir es bei den Hühnern oft haben, das Problem der Haltung. Dies ist eine Schweinerei, da sind wir uns absolut einig. Aber da ist die Politik gefordert und nicht die Kontrolleure. Nun zum SPD-Antrag. Absatz 2 ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Das vorhandene Personal soll dort eingesetzt werden, wo es am nötigsten gebraucht wird. Das heißt für die freien Wähler in der industriellen Tierhaltung, in absoluten Großstädten, in Stellen, bei denen sich solche Vorfälle scheinbar häufen, weil dort mit der Qualität es nicht so genau genommen wird. Deutschlandweit stehen fast die Hälfte der Legehennen in Beständen ab 100.000 Tieren. Das sind sehr wenige Betriebe. Dort sollte man genau kontrollieren.
Zum Glück steht ein Großteil dieser Betriebe oder vielleicht auch zum Unglück in Niedersachsen und nicht in Bayern. Es würde Sinn machen, dort genauer hinzuschauen. Das wäre das Wichtigste, das wir tun sollten. Dazu werden wir den Antrag von Ihnen leider, weil wir uns nicht einigen konnten, wegen dem Absatz ablehnen müssen. Genauso werden wir den Antrag der... Bitte? Die waren in Bayern. Ja, die gibt es überall. Ich sage nur, viele Großbestände sind in Niedersachsen. Und wenn kontrolliert wird und dann nicht gehandelt wird, das Problem ist doch, dass nicht gehandelt worden ist, nachdem das Ergebnis beim LGL da gewesen ist. Das war doch das Problem. Aber deshalb braucht man nicht mehr Kontrolleure. Man muss dann handeln, man muss den Leuten auf die Finger schauen, die... Handeln heißt, in den Landratsämtern und beim LGL dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen und Konsequenzen ziehen und diese Firmen, ja, die Firmen, die das verursachen, selbstverständlich, welche denn sonst? Und nachdem dieser Antrag für uns in der umfassenden, nicht sachlichen und fachlichen Darstellung nicht zustimmungsfähig ist, werden wir ihn ablehnen, genauso wie wir den Antrag der Grünen ablehnen und dem Antrag der CSU zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Kollege, aber jetzt kann ich Sie leider hier noch nicht vom Rednerpult weglassen, weil jetzt die Zwischenintervention vom Herrn Kollegen von Bonn kommt. Bitte schön, Herr Kollege. Geben Sie mir bitte Ihr Mikro an. Nochmal. Jetzt. No, heute wird es eh spät. Heute wird es eh spät. Was ist das daneben? Drücken. Jetzt geht's. Ah. Ja, Herr Kollege Zierer, es ist natürlich schade, wenn Sie selbst keinen Antrag vorlegen, aber unseren Antrag dann ablehnen. Aber das wollte ich Sie eigentlich gar nicht fragen, sondern ich wollte, Sie haben sich ja sehr klar und ich möchte schon sagen, an der Grenze der Höflichkeit gegenüber dem Landrat Trapp geäußert. Haben Sie ähnliche Worte gefunden gegenüber dem Landrat Leo Schrell im Landkreis Dillingen angesichts des Putenmast-Skandals? Der ist ja, glaube ich, für den Freien Wählern. Also der Skandal ist mir in der Umfänglichkeit nicht bekannt, aber das soll ja nicht heißen, dass man sich nicht darüber informieren kann. Und wurde auch hier nicht behandelt, also steht auch heute nicht zur Debatte. Was das? Vielen Dank, Herr